So, und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Wenn jetzt sich Minecraft wieder schließt, kriege ich die Krise. Ich habe nicht gerade eine Aufnahme gemacht und hat sich einfach Minecraft geschlossen. Ja, sowas macht Minecraft und... Gut, wo waren wir? Die letzten Aufnahmen habe ich gestern gemacht und mein Gedächtnis hält nur 5 Minuten. So, das einmal und dann würde ich sagen... Ja, was kann man... Also hier im Ofen craften ist schon mal eine gute Idee. So, was crafte ich mir nochmal? War halt erstmal Steinschwert. Und eine Eisenspitzhacke crafte ich mir, glaube ich, nochmal. So. Dann, glaube ich, mache ich mir schon mal eine Kiste. Oder gleich ein paar mehr. 5, 6. 6, 6, zack. Nein. Zack. Zack, 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 zack. Und dann nochmal 6. So. Und einmal die 6 Kisten nehmen und ich hätte hier lieber gern erstmal einen Holzboden drinne. Deshalb reiße ich jetzt einmal hier den Boden raus. Plupp, Tür weg. Nein, verdammt. Einmal die zwei Türen wieder rein machen erstmal. Kisten brauchen wir noch nicht so. Ja, und zum Thema Texture Pack, ihr könnt mir gerne mal was empfehlen, was ich hier machen soll. Ich bin für Vorschläge immer offen. Ich bin, ja, ich habe Minecraft bis jetzt erst mit einem einzigen Texture Pack gespielt und das war das, was ich einmal mir selbst erstellt habe. Aber das ist sehr verrückt und das werde ich auch hier im Let's Play nicht zeigen. Weil das sieht auch scheiße aus, das sage ich jetzt einfach mal so. Geht das? Ja, das geht, cool. So. Kann man sein Bett auch mal so halb in der Luft machen. Kann man sich ja mal merken. So, der erste Fehler heute am Tag, aber es muss ja auch irgendwann mal sein. Und ich verbaue hier das gute Holz einfach so, um die Lücken aufzuschließen, aber gut. Wir werden eh noch Holz brauchen, das Haus soll ja noch größer werden. Darunter mache ich auch mal weg, falls wir die Möbel umstellen wollen irgendwann. So. Huch. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich könnte theoretisch einmal den Camtasia-Rekord jetzt einmal hier hervorholen. So, und ich hoffe, das ist alles hier nicht zu laut. Ich mach mal lieber... So. Ich hoffe, jetzt ist besser. Und weil meine Stimme ist ja sehr leise leider hier. Holzen. Da wird nichts mehr. Nee. Juti. Den Baum einmal mitnehmen hier. So. Aber ich fäll lieber Bäume da hinten, wo wir waren. Da fäll ich einfach wild drauf los jetzt immer. Damit wir hier vorne die Sicht uns nicht so zerstören. Deshalb nehme ich jetzt mal den Baum hier mit. Und dann können wir hinten auch irgendwas bauen. Es muss ja nicht alles so aufeinander gedrängt sein. Und ich glaube, in Minecraft braucht man sehr viel Holz. So, Kuh. Das tut mir leid, aber muss jetzt sein. Schwein muss auch landen. Schwein muss auch dran glauben. Hat mal kein Schwein gehabt. Dafür habe ich jetzt Schwein. So. Das packen wir uns erstmal, wenn wir zu Hause sind, schön in den Ofen. Und... Ja, wenn wir noch ein paar Kühe haben, können wir uns auch schon mal eine Lederrüstung machen. Und dann traue ich mich auch vielleicht einmal raus mit dem Eisenschwert und Lederrüstung. Aber gut. Und ich hoffe, ich kriege jetzt auch mal die schwarzen Ränder an der Seite der Videos weg. Das ist jetzt ja nicht immer so das Perfekteste gewesen. Aber man kriegt ja auch Tipps und dann wird man auch mal ein bisschen besser und...
Ja. Na, hier haben wir das letzte Mal gefällt. Cool. So, dann hau ich hier nochmal die Birke weg. So. Gut. Und ich mache für jedes Item eine Kiste oder beziehungsweise eine Doppelkiste. Je nachdem, wie viel wir von diesem Item haben. Damit man wirklich eine Kiste für ein Item hat. Habe ich so noch nie durchgesetzt. Ich habe schon viele Minecraft-Welten gespielt. Ich habe es bis jetzt noch nie geschafft. Aber ich will es jetzt hier endlich im Let's Play einmal schaffen. Damit man auch nicht immer so viel suchen muss. Wo war denn das? Wo war denn das? Dann weiß man, hier muss das in der Kiste sein. Wenn da nichts drin ist, haben wir davon nichts mehr. So. Ja, genau, das war ja unsere kleine Fake. Ne, den will ich nicht abholzen. So, hab nichts gemacht, aber ich kann hier mal so ein ganz bisschen klick, 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 klick. Kriegt ja keiner mit. So. Dann einmal noch die hier, die Schweine umholzen. Muss ja jede Chance nutzen, an Essen zu kommen. Und gleichzeitig kriegen wir hier noch ein paar schöne Experience. So, Geronimo. So. Aber auch kein Fleisch gedroppt, glaube ich, nee. Oder? Nee, das ist sehr gut. Vielleicht, wie viel haben wir jetzt davon da? Haben? Naja. Also man kann auch noch mehr zu essen haben. Bin mal gespannt, ob wir uns auch irgendwann so eine Farm bauen. Jetzt eine Erntemaschine will ich jetzt ungern bauen, weil das jetzt, hat jetzt ja schon ein anderer. Bisschen berühmterer Let's Player als ich. Die meisten wissen wahrscheinlich, von wem ich rede. Und so abgucken und nachmachen finde ich persönlich nicht so gut. Das ist so. Denn einfach nur dieses Nachbauen, da fehlt mir der Reiz. Gut. Soll ich hier noch die ganzen Birken wegholzen? Ja. Einmal nochmal alle Birken weg und dann sind wir durch. Ich glaube, dann ist auch schon bald die Aufnahme lang genug schon wieder. Ich kann das immer so schlecht einschätzen. Ich sag wahrscheinlich schon nach 3 Minuten. Ich glaube, ich muss vielleicht aufhören, aber ja, ich habe ja, ich hatte eine Zeit lang 2 Bildschirme, aber aufgrund meines neuen PCs habe ich jetzt ja keinen Laptop mehr und jetzt brauche ich den Bildschirm, den ich sonst immer extra in meinem Laptop hatte, für den PC und habe deshalb nicht mehr 2 Bildschirme, sonst konnte man das immer schön auf dem anderen Bildschirm ziehen und da alles schön sehen. Das war natürlich sehr passend, gut. Und das ist jetzt aber leider nicht mehr so. Aber wahrscheinlich werde ich mir bald einen noch Bildschirm noch holen. So, alle Birken weg? Naja, fast. Uiuiui. Ja, unsere Eisenachse gibt auch gleich den Geist auf hier. Ich will die jetzt ungern kaputt machen. Aber der Baum muss noch dran glauben. Gut. Weil man kann ja auch Werkzeuge reparieren. Deshalb lege ich die jetzt einfach mal beiseite und das Ding hier auch. So. Die lege ich zur Seite. Okay, die kann ich glaube ich kaputt machen. Komm, wir holen jetzt nochmal eine Schlucht paar Koppel. Da liegt noch ein Stück Holz rum. Auch gut. Ja, so abgeholzt haben wir hier schon gut und jetzt mache ich noch einmal die Spitzhacke hier kaputt. Hopp. Hier einmal, hier, 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 hier. Wir haben nur 2 Fackeln, sonst, ah, das ist ein bisschen wenig. Oh, da oben ist eine Kuh, die hole ich mir. Jetzt hätte ich gesagt, ah, Eisen. Ne, sonst hätte ich gesagt, wir gucken hier mal, ob wir hier irgendwo eine spannende Höhle finden. Aber gut, so. So. Und die Kohle noch mit der alten, damit die kaputt geht. Sonst packt man die irgendwo in eine Kiste und dann vergammelt die ja langsam vor sich hin und das nervt einen immer, finde ich. Wir haben gleich Kohle und können uns gleich hier noch ein paar Fackeln machen. Das geht kaputt, komm schon. Ach. Nach dem Klotz ist die, glaube ich, kaputt. Oioioi. Die hält aber viel aus. Jetzt endlich. Sieh, wie in meiner Hand zersprungen und es wird dunkel. Schnell, ich will die Kohle haben. Oh, scheiße. Leck mich, leck mich. Hilfe.
Renn, renn. Scheiß, ob ich essen muss oder nicht. Renn, renn, renn. Hüpfe, hüpfe, hüpfe. Los, los, los. Hep. Juhu. Hier schnell durch. Hier lang. Hier werde ich mir auch bald noch so einen Übergang machen, damit wir hier nicht immer so blöd lang müssen. So. Erstmal gucken, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Bisschen Kohle. Da haben wir auch noch so viel Kohle drin. Uiuiui. Einmal ein paar Fackeln craften. Okay, gut. Das sind jetzt nicht die meisten, aber ein Stickies machen. Und der Rest wird Fackeln. Natürlich nicht so. So, ich verballer das einfach mal jetzt hier alles und können wir gleich unsere ersten Kisten aufstellen. Aber erstmal mache ich hier den Bohnen zu Ende. Das kann man hier machen, wenn draußen Nacht ist. So. Dann nochmal was hin. Da, 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 da. Und ihr könnt mir auch gerne mal was sagen, worüber ich hier so noch quatschen soll. Und ja. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. Und ach nee, jetzt kann man das ja neuerdings so, und dann kann man hier mal auffüllen, schön. Cobblestone mache ich auch gleich schon eine Doppelkiste. Das kommt da rein. So. Mehr Kisten. Ich brauche mehr Kisten. Und wir haben wir Eisen. So, aber ich brauche mehr Kisten. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Oh Mist. Na gut, das geht jetzt nicht so ganz gut auf. Doch, ging gut auf. So. Was wollte ich da reinmachen? Nachher ja den Dreck. Für Sand nehme ich erstmal in einer Kiste. Für Eisen nehme ich noch eine Kiste, wobei ich hätte hier gerne lieber neben Glas Sand, neben dem Zeug da, dann kommt das da rein. Da kommt denn das rein. Auf der Seite kommt denn das rein. Fehlt noch für das alles Säppling, das sind Birkensäpplinge, das ist nicht das gleiche. Da bin ich jetzt ganz penibel, da weiß ich, brauchen wir sehr viele Kisten, aber ich mache das so. Und was wir nicht so brauchen, ihr wisst, sowas hier in diesem ganz kleinen Kram, der kommt in den extra Raum. Das kommt gleich auf Tasche. Na gut. Erstmal schlafen legen. Und gute Nacht, so. Ich verzichte erstmal auf das nervige Gehen. Will ich doch gar nicht so. Einmal schön gefuttert, wieder nachfüllen und dann breche ich einmal hier durch. Wir sollten uns vielleicht mal wieder eine Axt machen. Wir hatten doch hier Eisen. Sup. Verkehrt. So. Dann einmal hier durchbrechen. Dann brauchen wir, glaube ich, nochmal eine Schaufel. Das wäre vielleicht auch besser. Offen das aus, das ist gut. So. Genau, so war eine Schaufel. Ich habe gerade ein bisschen dämlich überlegt. 4, 5, 6. Ja, das passt genau. So, 3, 4, 5, 6. So. Und eine Holztür mal hier rein. Oder auch noch nicht. Einmal Holz brauchen wir noch. Ich kann gleich den Balken Stack mitnehmen. So. Schick, schick. Dann heißt es erstmal hier hinten ein bisschen Terraforming. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten wir schon sind. Bei 14 Minuten 52. So. Ja, ich nehme Minecraft tatsächlich mit Camtasia Studio auf, weil bei Fraps hatte ich immer so einen blöden Strich. Ich hoffe, der ist hier weg.
Und ja, wenn nicht, liegt das am Camtasia Studio. Rendern, wenn ich jetzt immer noch den Strich habe, das sehe ich jetzt natürlich noch nicht. Dann muss ich mir was anderes zum Rendern einfallen lassen oder irgendwas anderes einstellen. Ich weiß das noch nicht. Könnt ihr mir ja Tipps geben, wer Minecraft Let's Playt, wie ihr das macht? Vielleicht habt ihr ja auch das Problem, also jetzt an die, die Minecraft auf Let's Playen, was aufnehmen und Gott. So, die Bahn mache ich noch einmal zu Ende. Und in der nächsten Folge werden wir hier schön einmal die ganze Insel begradigen. Und hier auch diese komischen Rundungen, alles gerade machen, Stein weg und ja, einmal eine richtig schöne künstliche Insel daraus so gesagt machen. Weil hier drauf wird unser riesiges Haus errichtet. War jedenfalls so meine Idee. Wir können ja auch noch da in den Berg so Wohnungen reinhauen und auch da gibt es so viele Möglichkeiten, was wir hier noch machen können. Ich bin mal gespannt, was aus unserer Welt wird. Die erste Folge existiert ja, da kann man sich das alles angucken und wie sich das denn hier alles über die Zeit verändert. Den Stein haue ich hier gleich nochmal raus und dann mache ich Schluss. Ja, ich mache Schluss mit euch. So. Und ihr habt gleich nochmal die Ehre, mir zuzusehen, wie ich jetzt einmal schön hier auf Stopp drücke und ich sage dann Tschüss, auf Wiedersehen. Bye.